Ja, wunderbar. Während der Aufnahme ist mir mal wieder ein Stück Filmmaterial abhanden gegangen. Ich habe eben gerade noch mal kurz geguckt gehabt, weil irgendwie ruckelte das im Spiel. Und dann habe ich auch kurz aufs Desktop geguckt, mich kurz verabschiedet und festgestellt, jo, ich habe irgendwie wieder eine kaputte Datei und prima. Sowas motiviert. Ich glaube, das mit den durchgehend aufnehmen war keine gute Idee. Kann ich keinen? Wow. Egal. Lagerfeuer bauen. Wow. Nee. Also irgendwie. Oh, ist das ätzend. Moment, ich guck nochmal vorsichtshalber. Nicht, dass ich jetzt wieder. Ja, doch. Scheint alles zu laufen. So, Lagerfeuer habe ich hier nicht. Ich müsste mal eins bauen. Dafür brauche ich Stein, Feuerholz, Stroh. Feuerholz vor allem. Ich meine natürlich Feuersteine. Dann meine drei Fleisch da rein. Und nochmal ein bisschen brennen lassen. Einfach nur, damit ich was unterwegs habe. Na, ja, was hatte ich denn jetzt noch groß gesagt eigentlich? Dass ich andere Ausrüstung machen will? Oh Gott. Dass ich da vor der Aufnahme oder nicht. Oh, Mann. Großes Nervig. Auf jeden Fall will ich gleich in die Höhle rein. Ich werde dann mit Shaddick hinfliegen und mit Mia. Mia werde ich halt auch vor der Hütte lassen. Vor der Hütte, vor der Höhle. Ich hoffe, den beiden passiert da nichts. Bin ja, was sowas angeht, ein absoluter Vollprofi. Wenn es darum geht, auf seine Tiere aufzupassen. Wissen wir ja alle. Ich würde gern 10 Holz mitnehmen. Ja, okay. Was? Einzeln? Nein. Den Stapel halbieren wir. Zack. Einfach nur, falls mir da unten die Fackeln ausgehen. Ein paar Steine. Zack.
halbieren. Hops. Nein. Halbieren. Zack. Zack. So. Das werde ich jetzt mitnehmen. Mit dem, was wir da unten auch drin haben. Wobei ich in der Höhle, denke ich mal, kein Fernglas brauchen werde. So. Dann hoffe ich mal, dass es was wird. Hier mal die Schotten dicht. Ja, er hat ein Level up. So. Mia hat auch ein Level up. Mhm. Und du, meine Kleine, kommst mit mir mit. Ja. Ich glaube, da wollte ich hin, ne? Ja. Folgt sie uns? Ja. Okay, muss aufpassen, wenn ich sprinte. Sie ist nicht. Sie ist wirklich sehr langsam. Da will ich, ja. Lasst uns mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Hui. Ah. Achtung, großer Vogel. Jetzt ist es gut, dass seine Ausdauer nicht so hoch ist. Kann ich nämlich schnell fliegen und die beiden kommen trotzdem nicht weit genug auseinander, dass sie hinter mir herhängen. So, kann ich einmal da unten landen? Ich lande auch extra auf dem Felsen. War der Plan. Aber dass meine Pläne fehlerfrei sind, brauche ich ja nicht erwähnen. Alles, was ich plane, geht ja astrein nach hinten los. So. Bevor hier noch irgendein Kruppzeug aus dem Sumpf kommt und meine kleinen Vögel hier rupft. Kamera wieder geändert. Oh.
alles gut. Ich habe Kanus damals immer nur aus der Entfernung gesehen und dachte immer, die sind voll klein. Da ich weiß, wie groß so ein Yeti ist. Alter Schwede. Ja gut, jetzt habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal ein Kanu aus der Nähe gesehen, also... Ja. Größentechnisch etwas über mir. Super Kano. Ach, einfach so Pfeil da mal reinjagen. Der Rex hier hat auch Hunger. Das ist auch eine fiese Ecke irgendwie. Da ein T-Rex, da ein Spino, da ein Alpha. Da hinten in dem Teich ist auch noch ein Spino, das weiß ich noch. Einmal kurz erholen. Wow, habe ich mich gerade erschrocken. Was hat der? Und Dodo. Schubst du mich? Hm. Hab ich auch noch nicht erlebt. Einfach geschubst. Oh, guck mal einer schau. Lila Kapsel. Ach, das ist sogar derselbe Spot wie mit der grünen von vorhin. Also für mich vorhin, für euch andere Aufnahme. Was krieg ich hier? Na toll. Hoppla. Aua. Ja, bricht dir nicht den Hals. Mh.
Eisen. Vorne die Höhle ist das. Die Höhle. Der Berg ist das. Da. Und hier werde ich meine beiden Flieger positionieren. Nicht so weit weg! Mia! Komm her! Ja, gut. Hoffe ich. So, hier, tauschen wir mal. So. Auf in die Höhle. Ein Stück weit waren wir ja schon drin. Ich bin nur gespannt. Da waren wir vorhin, ne? Letztes Mal. Genau, bei der Kiste. Dann war da unten der Atlob. Der Tausendfüßler. Da ist ja schon der Schatz. Ist das da oben eine Felsformation oder? Also das da, das sieht komisch aus. Ja, scheint Felsen zu sein. Das sah aus wie so eine Fledermaus. Ich rüste mal die Narkosepfeile aus. Denn wenn mir doch so ein Atlopleura gleich quer kommt, da sitzt er doch. Oh, wie dreckig. Atlopleura, eine Spinne. Was bist du? Ich hätte mein Fernglas mitnehmen sollen. Ach, das ist so ein Dunkkäfer. Alles klar. Spinnen brauchen auch Gammelfleisch, wenn ich mich recht entsinne. ja, einen kleinen Privatzoo des Unheils aufbauen oder was? Ja, puh, wie mache ich das jetzt? Oh, wir haben es. Klar, das meinte ich. Einmal getroffen, sofort die Rüstung im Eimer. Spinne?
verdammt. Klingt fest. Natürlich! Gleich nachgespawnt. Nein! Und tot. Ach. Okay, also Atlopleura brauchen richtig viel, bis sie bewusstlos werden. Aber interessant. Jetzt, wo ich bewusstlos bin, friere ich nicht mehr. Doch, ich friere trotzdem. Ich habe nur andere Sorgen. Ich brauche definitiv eine andere Rüstung. Moin Leute. Auch definitiv ein härteres Rüstung. Weil das war ja krass, dass der mich nur einmal angerotzt hat und ja, Rüstung sofort im Eimer. So. Ich muss mich da vielleicht noch mal ein bisschen schlau machen, bevor ich auf so eine Großwildjagd gehe. Weil das war ja schon Selbstmordkommando eben. Aber Höhlen sind auch nicht ohne. So einfach mal rein und go ist nicht. So, hallo? Gibt's hier kein Eisen mehr? Fertig? Oh, Schaden. Mia. Mi. Da. Hey! Mia, du! Shaddick, ganz ehrlich. Sobald Mia einen Sattel hat, bist du. Ah. Grrr. Ja. So, darf ich jetzt. Gerade so, ey. Ich habe nur das Nötigste. Und ich kann gerade so eben auf ihn fliegen.
habe mir das eben in der Höhle ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich denke mal, hätte ich richtig gekämpft, hätte ich auch den Atlopleura platt machen können. Nee, ich werde einfach mit anderer Rüstung dahin und dann. Werde ich mal sehen. Oh, ihr seid auch ein paar Hirnviecher, ey. Spatzenhirn. Ach da. Oh, danke. Oh. Voll der Fake. Ja, ich dachte, du zeigst mir was Anständiges. So. Ja, schrei mir nicht ins Ohr. Ich fühle mich hier unwohl. Besonders, wenn die beiden anfangen zu schubsen. Ja, so viel Gewicht oder so viel Eisen jetzt in der Tasche. Damit könnte Shadik niemals mehr fliegen. Ein Party. Können wir was ausprobieren? Ne, geht nicht. Oh, die ist hier weg, hier ist zu kalt. Okay. Achso, du wolltest mir das Eisenvorkommen zeigen, ja klar. Gut, dann. Ja. Aber sicherheitshalber. Wegen der Aufnahmen werde ich wohl doch die Folge einzeln machen. Sprich, ich werde begrüßen, ich werde verabschieden. Alles wie gehabt. So kann ich dann immer noch mal kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ob was fehlt. Ja, lass mich mal bitte vorbei. Danke. Ich werde mal nochmal an euer Verhalten arbeiten. Mia. Hier, nimm mal das kurz. Verhalten. Folgeabstand. Hoch. Ich kuschel ja gern mit deinen schönen weichen Federn. Ach, Opsi. Stimmt ja. Gibt's ja auch. Shadik? Kreist du gerade rum? Auch bei dir machen wir mal einen Folgeabstand auf hoch.
aber trotzdem kommt ihr so nah. Alles klar. Ja, das ist bei euch ein bisschen doof geregelt. Hm. Vorne ist noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen mehr Eisen. Falls mich jemand fragen sollte, ich war nie hier. Hallo Mia. Gürteltier. Ach, es gibt noch so schön viele Tiere. Und einer nach dem anderen wird bald uns gehören. Größenwahn. Ja, das möchte ich gerade holen. Ich habe gerade die Ansicht zwischen Stein und Eisen vertauscht. Ich habe gerade gedacht, ich habe da 88 Steine, Eisen rausgeholt. Quasi. Agentavis-Sattel, da ist er. Bronto-Sattel, Alter, jetzt schon. Finde ich cool. Hey, Vogelfiecher. Wollen wir neben dem Eisen nochmal auf Keratinsuche gehen? Ich halte das für eine hervorragende Idee. Seid ihr eigentlich beide handzahm? Also gerade nur auf Folgen? Ja, ne? Ne, greift mein Ziel an. Okay. Ja, der kommt mal einen Schritt näher. Sehr gut. Halten passiv. Alles klar. Danke. Weil ich wollte... Ach, hier ist gerade so ein kleiner rumgeflogen. Den wollte ich gerne versuchen zu zählen. Oh. Sehr schön. Hier ist was Neues.
Lalalalala. Also ein Schildkröte hält schon eine Menge aus. Mal ein paar Fasern sammeln, dann habe ich wieder Klamotte. Und da friere ich hier auch nicht. Das sehe ich jetzt gerade so nebenbei. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah, noch ist es etwas kalt. Jetzt ist es nur noch kühl. Das reicht mir auch schon. Na komm, dann ab nach Hause. Das ist die rote Säule. Ja. Irgendwie ärgert mich das gerade so ein bisschen. Dass ich das vergeigt habe mit der Höhle. Boah, beste Idee überhaupt. In so einem pechschwarzen Wald ausruhen. Naja, was soll man machen, ne? Am besten hier rausfliegen. Ha! Läuft hier irgendwas Böses rum? Du hast echt keine Ausdauer. Das sieht doch auch schon wieder aus wie ein Schatz. Jawoll. Aber was man da drin findet. Guck, da gucke ich in der nächsten Folge mal rein. Einmal kurzes Päuschen machen und dann geht's sofort weiter.
Also, gehabt euch wohl und bis dann. Bye.